Dietrich Wersig will's wissen. Der Hoffnungsträger der Hamburger CDU tritt am Sonntag bei der Bürgerschaftswahl gegen Olaf Scholz von der SPD an. Gemessen an den Umfragewerten stehen die Chancen für den Spitzenkandidaten der Union nicht sonderlich gut. Zumindest ist von Wechselstimmung an der Alster nicht viel zu spüren. Christina Hansen hat den gelernten Arzt im Wahlkampf-Endspurt getroffen. Willkommen, Dietrich Wersig, Spitzenkandidat der CDU. Herr Wersig, wenn man sich die letzten Umfragen anschaut, ist ja der Abstand zwischen Ihnen und Herrn Scholz enorm. 46% waren es laut Politbarometer, 19% für Sie. Wie motivieren Sie sich jetzt noch im Wahlkampf? Also ich glaube, das ist ein Weckruf für alle unsere Anhänger, am Sonntag wählen zu gehen. Ich kämpfe deswegen auch bis zum Sonntag um jede Stimme, denn am Ende entscheiden ja nur die, die wählen gehen und nicht die Umfragen. Ja, und da setze ich auf den Mobilisierungseffekt. Nun ist aber der Unterschied ja schon wirklich eklatant und die Wahrscheinlichkeit, dass Sie das noch aufholen, ist natürlich eher gering. Es geht ja auch nicht darum, ob man jetzt ihn dann noch überholt oder so etwas, sondern ich kämpfe dafür, dass wir eine starke CDU bekommen. Wir haben für diese Stadt viel getan in den Jahren auch unserer Regierung. Wir haben die Stadt vorangebracht. Wie erklären Sie sich denn diesen großen Unterschied? Also ich glaube, wir haben relativ unspektakuläre 4 Jahre hinter uns. Es ist jetzt nicht viel passiert, nicht vielen wehgetan worden. Aber es geht eben nicht darum, was die letzten 4 Jahre war, sondern es geht um die Weichenstellung für die kommenden 5 Jahre. Und da finde ich, wenn man jetzt selbstzufrieden die Hände in den Schoß legt, das wäre falsch. Deswegen sage ich, wir müssen wieder mehr tun für die Arbeitsplätze in der Stadt, mehr tun, dass der Verkehr wieder fließt. Aber wir müssen auch mehr tun, dass die steigende Kriminalität wieder eingedämmt wird. Und dafür trete ich an. Nun ist ja der Bürgermeister sehr populär. Was würden Sie denn grundsätzlich anders machen? Also ich bin natürlich ein anderer Typ. Ich bin Arzt. Ich setze sehr auf Gespräch, auf Kommunikation, auch auf Experten. Also nicht von oben herab entscheiden, sondern ich glaube 1,8 Millionen Menschen in der Stadt haben Ideen, sind kreativ und ich verstehe Politik so, dass man sagt, wir wollen diese Ideen möglich machen. Da steht ja die AfD womöglich vor dem Sprung in die Bürgerschaft. Das wäre zum ersten Mal in einem westdeutschen Parlament. Selbst wenn sie reinkäme, es gäbe natürlich trotzdem wohl keine Mehrheit mit der CDU. Wären Sie grundsätzlich bereit, mit der AfD zusammenzugehen? Nein, jede Stimme für die AfD ist verloren, ist nur Protest. Und die Idee der AfD, dass Deutschland aus dem Euro austritt, wäre für eine Stadt wie Hamburg, für unsere Arbeitsplätze, für die Wirtschaft brandgefährlich. Wenn es denn jetzt die Wahl so ausgeht, wie es zu sein scheint, kann es sein, dass Sie dann auch der Politik den Rücken kehren? Also das sind jetzt Spekulationen. Ich trete jetzt dafür an, dass wir eine starke CDU bekommen und die Wahl ist noch nicht gelaufen. Deshalb sage ich, ich trete an für die CDU für die kommenden 5 Jahre und ich kämpfe um jede Stimme. Und was dann aus dem Ergebnis wird, das können wir dann am 16. Februar diskutieren. Herzlichen Dank, Dietrich Wersig, dass Sie bei uns waren. Wiederschauen. Vielen Dank, Frank.